Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Tagesimpuls für Sonntag, den 12.07.2020. Ich habe wie immer drei Karten gezogen, heute habe ich andere Engelkarten gezogen, ein bisschen Abwechslung bei den Engeln tut ja auch mal ganz gut. Ne? Wenn nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr nur die anderen haben wollt, weil Sonntag ist ein Wunschtag, da dürft ihr euch gerne was wünschen. Auf jeden Fall drei Botschaften. Entscheide dich für die erste, zweite oder dritte Botschaft oder gerne auch für zwei oder für drei Botschaften, so wie du es gerade fühlst und auch brauchst. Ich starte mit der ersten Engelbotschaft. Und da haben wir die Intuition gezogen. Ich zeige euch erst die Karte, damit ihr die mal gesehen habt. Intuition geschieht, wenn du offen bist. Sie beflügelt dich, trägt dich hinauf in neue Welten. Sie ist immer ein Geschenk. So, hat er die Karte mal richtig auch gesehen? Ja, heute vertrau auf deine Intuition. Vertrau auf dein Bauchgefühl mehr. Die Karte signalisiert dir ganz klar, glaube mehr an dich. Glaube mehr wirklich an dein Innerstes, wenn du von deinem innersten Impulse bekommst, von deiner Seele. Glaube da mehr dran. Sei nicht so sehr in dem Verstand immer, im Kopf, sondern du kannst deiner Intuition vertrauen, weil sie bringt dich nochmal mehr weiter, weil sie macht dich offen für die Kleinigkeit, für die Details vielleicht. Und wenn man intuitiv ist sowieso und auch so handeln kann, ist das wirklich ein großes Geschenk, wenn man darauf vertrauen kann. Natürlich, wenn man ja mit seiner Intuition noch nie in Berührung gekommen ist, es gibt es auch, oder sich damit noch nie beschäftigt hat, weil man einfach total im Fokus immer ist, im Kopf und im Verstand, dann fang damit heute an. Dann ist die Karte das Signal heute am Sonntag. Denk mal drüber nach, was du vielleicht wirklich mal einfach mal aus dem Bauch mal entscheiden kannst. Weil diese Gabe und dieses mehr auf die Intuition zu vertrauen, ist wirklich ein großes Geschenk. Es ist natürlich, erfordert auch oft Übung und immer sollten wir natürlich nicht ad hoc auf unserem Bauch hören. Gar keine Frage. Ihr wisst, ich bin sehr bodenständig und realistisch. Ihr sollt natürlich auch bei manchen Sachen den Verstand einschalten. Aber manchmal ist einfach so ein Impuls aus dem Bauch heraus der richtige, der erste Impuls. Und die Karte soll dir heute signalisieren, dass du dir da mehr vertrauen darfst und nicht alles immer so bis ins Detail hinterfragen muss, sondern einfach wirklich mal die Dinge so laufen lassen, wie sie dir auch aufgezeigt werden und wie sie vielleicht auch gerade da sind. So, und die zweite Botschaft. Oh, da haben wir das Seelenglück. Wow, schaut mal diese tolle Karte an. Das Glück, ein Stern in sich zu wissen, du wirst unendlich geliebt. Ich glaube, das muss ich noch einmal vorlesen, weil die Karte, die hat mich jetzt so durcheinander gebracht, die habe ich noch nie gezogen. Seelenglück, das Glück, ein Stern in sich zu wissen, du wirst unendlich geliebt. Ich kann gar nicht davon lassen, euch die Karte hier nicht zu zeigen. Also Seelenglück ist das Oberste, das ist das Höchste, das ist das Wertvollste. Und Seelenglück zu empfinden und gerade hier, du wirst unendlich geliebt, also ja, mir fehlen die Worte und deswegen bin ich auch so fasziniert von dieser Karte, weil ich sie A, noch nie gezogen habe, B, finde ich sie mega ultra klasse, weil ich finde, ich sage ja immer, ihr wisst ja, meine Videos kennt ihr, ich habe viel auf die Seele aufgebaut und die Seele ist so das Wichtigste. Wenn die Seele nicht gesund ist, dann, ja, da wollen wir jetzt gar nicht weiter philosophieren, aber allein die Tatsache, du wirst unendlich geliebt und klar, wenn du einen Seelenpartner hast, dann ist das darauf gemünzt, auf deine Situation mit diesem Menschen, ob Frau oder Mann, das weißt du. Aber wenn du keinen Partner hast, dann hast du ganz, ganz, ganz tolle Menschen um dich herum, die dich so lieben, wie du bist. Und ja, das ist dein großes Glück, das auch zu wissen. Ich hoffe, du weißt das auch. Mach dir heute am Sonntag wirklich das auch nochmal bewusst, wie du geliebt wirst. Wie viele Menschen sind alleine und haben nicht dieses Glück und kommen gar nicht in ihr Seelenglück. Für mich heißt das so, da gibt es ganz, ganz viel, was wirklich, was du noch mal mehr, ja, jetzt nicht im Bösen gesagt, wertschätzen solltest, aber einfach so als Hinweis, dass man sowas nicht als selbstverständlich sieht, dass man ein Seelenglück spüren darf, dass man entweder liebe Menschen hat, Familie, Freunde etc., die einen
wirklich aus tiefstem Herzen her lieben und denen man wirklich auch sehr, sehr wichtig ist. Oder wenn man einen Partner hat, mit dem man auf Augenhöhe ist, wo man wirklich das Glück spüren kann, wenn man diesen Menschen einfach nur anschaut und gar nicht viele Worte dafür braucht. Das ist Seelenglück. Ob ihr jetzt auch mit diesem Partner schon zusammen seid oder nicht, das ist auch mal einfach dahingestellt. Das muss gar nicht sein. Du kannst auch geliebt werden von einem Menschen, ja, den du vielleicht auch noch nie begegnet bist. Dann kann es ein Impuls sein, dass das Seelenglück jetzt auf dich wartet, wenn du diese Karte gezogen hast, wenn du im Moment sagst, oh, ich bin aber ganz allein und ich habe ja eigentlich gar keine Familie und ich habe ja auch nicht so viele Freunde und ich weiß gerade gar nicht, dann kann dieses Seelenglück jetzt kommen. Aber dann lass es auch rein, sei offen dafür, das ist auch ganz wichtig. Manchmal muss man auch mal noch andere Dinge mal anschauen, ablegen, loslassen ist doof, weil wir wollen ja niemals irgendwas Böses oder Negatives wieder hervorholen. Wichtig ist immer nochmal es anzuschauen, in Liebe gehen zu lassen und dann abzuschließen, loszulassen. Und dann kann das große Seelenglück kommen, wenn es bei dir noch nicht da ist. Wow, ich finde die Karte wirklich ganz, ganz toll. Also das ist, ich glaube, das ist die oberste Karte hier aus dem Kartendeck, auch wenn ich noch nicht alle Karten hier gezogen habe, das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Und die dritte Botschaft, oh, Gleichgewicht. Die Karte habe ich auch noch nie gezogen. Meine Güte, heute kommen mal Karten hier ans Licht. Der Geist überlässt dem Gefühl die Führung. Gleichgewicht entsteht. Ich bin alles und eins ist alles. Ich ruhe in mir. Puh, was haben wir echt für tolle Sonntagsbotschaften heute. Gleichgewicht, ja. Wenn du im Gleichgewicht bist, dann bist du im Balance. Dann kannst du Sachen wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Du kannst das Schöne sehen und du kannst auch mal ja, Negatives betrachten, ansehen, daraus lernen und es dann auch vielleicht dir dann nützlich machen. Du kannst wieder den Ausgleich schaffen. Das ist sehr schön, wenn man wirklich in Balance auch mit sich ist, wenn man sozusagen im Reinen ist. Ich ruhe in mir, heißt hier die Botschaft. Wenn du wirklich ein Mensch bist, der Zufriedenheit ganz oft spüren darf. Vielleicht denkst du aber, boah, ich bin gar nicht so im Gleichgewicht und das ist doof und dies ist doof. Ja, das ist schon manchmal auch so, dass wir solche Momente, wir wissen ja selber, negative Momente, die haften mehr an uns und die bleiben auch viel mehr in Gedanken. Und heute heißt es, wenn du nicht so spürst, dass du im Gleichgewicht bist, dann denk dann bitte mal noch mal ganz tiefer drüber nach, ob das nicht vielleicht doch so ist oder ob es nicht Situationen gibt, wo du sagen kannst, doch, da bin ich glücklich und da habe ich meinen Ausgleich, da habe ich meinen Weg gefunden, ich habe meinen Job gefunden, meinen Beruf gefunden, meine Berufung, ich habe eine tolle Familie und ich bin da immer gut aufgehoben, ich bin in Balance, wenn ich mich mit denen treffe, ich habe Freunde und ich habe eine Freundin, einen Freund, wo alles immer total schön ist, wenn wir zusammen sind. Bitte denk da tiefer drüber nach, weil das wird dir so viel Kraft und auch Energie geben, auch für die kommende Woche. Weil das ist so schön, wenn man wirklich sagen kann, ich bin da wirklich in meiner Mitte. Ich fühle meine Mitte und ich lasse die Mitte auch zu. Und das ist auch ganz wichtig, ich kann in der Situation, wenn ich mich auch wirklich in Balance befinde und auch so fühle, kann ich, wenn irgendwas auf mich ja Böses aufprallt oder mich triggert oder wie auch immer, dann kann ich da das Gute drin sehen. Ich kann den Lernfaktor daraus nehmen. Ich kann die Essenz sozusagen mir herausnehmen von dem Guten, wenn es auch nur was ganz Klitzekleines ist. Aber ich bin da schon dann objektiv. Ich bin ja da auch wirklich in diesem Bewusstsein und das ist ganz, ganz toll. Und wirklich überleg mal etwas im Detail darüber, falls du wirklich für dich gerade sagst, ach, ich bin überhaupt nicht im Balance, dann bitte wertschätze vielleicht doch mal Dinge, die nicht so ganz so scheinen, die einfach übertüncht wurden durch viel Negativität oder durch Situationen, die dich belasten und. Die stehen dir auch zu, gar keine Frage. Aber es gibt mit Sicherheit auch Momente, wo du einfach sagen kannst, ja, das ist toll und daraus schöpfe ich meine Kraft und meine Energie jetzt auch, wenn ich darüber nachgedacht habe. Ja, ihr Lieben, ganz tolle Botschaften. Ihr entscheidet, ob diese Engel öfter drankommen sollen oder nicht. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich habe gerade so wieder zu ihnen gefunden. Ich finde sie ganz toll, aber das heißt ja nicht, dass es für euch so sein muss. Es kann auch sein, dass ihr sagt, nee, die anderen Engelbotschaften finde ich besser. Sehr gerne mir da den Hinweis geben.
Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, 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 ganz tollen Sonntag. Macht was Schönes, genießt den Tag, wertschätzt euch selber, denn morgen geht wieder die in Anführungsstrichen harte Woche los, der Alltag in Anführungsstrichen. Ne? Ob das jetzt hart ist oder nicht hart ist, ich denke, wir sollen alles immer so annehmen, wie es kommt und auch dafür dankbar sein. Bis dann. Tschüss.